Frau Bronster. Bitte. Hallo, Sie schon wieder. Wollen Sie einen Kaffee? Wie geht's Ihnen? Ja, heute Morgen war es gar nicht gut. Wobei, die Stunde ist auch scheiße. Hallo und herzlich willkommen zum Radio 1 Film der Woche. Heute ist es der deutsche Film Ivo von Eva Trobisch, die schon mit ihrem hervorragenden Erstling Alles ist gut 2018 gezeigt hat, dass sie eine Meisterin ist in der Schilderung psychischer Grenzerfahrungen. So ist es auch hier. Ivo, zupackend, sehr pragmatisch gespielt von Minna Wündrisch, ist eine Palliativpflegerin, die von Haus zu Haus fährt, trifft dort ihre Patienten und Patientinnen, ist hingebungsvoll bei der Pflege, setzt sich für jeden Einzelnen ein. Allerdings verschwimmen die Grenzen zwischen beruflichem Engagement und persönlichen Erfahrungen, wenn es um die Pflege ihrer besten Freundin geht, gespielt von Pia Hirziger. Die Frau ist erkrankt an ALS und wird sterben. Es ist also auch wieder eine Pflege zum Tode hin. Der Konflikt verstärkt sich natürlich noch dadurch, dass die Pflegerin ein Verhältnis eingeht mit dem Mann ihrer Freundin, gespielt von Lukas Tutur. Und nun in diesem Dreieck haben wir eben das ganze Feld von persönlichen und beruflichen Interessen und Konflikten. Es ist die normale Präsenz des Todes, des Sterbens mitten in unserem Alltag. Und das gestaltet Eva Trobisch mit dieser fast dokumentarischen Genauigkeit, die für sie so typisch geworden ist. Ein absolut sehenswerter Film über Leben und Sterben im Alltag. Ivo, unsere Radio 1 Filmempfehlung der Woche.